Was macht Haus- und Technomusik so begehrlich? Es knallt doch immer gleich aus den Boxen. Und das passiert seit über 20 Jahren auch am Fuß der Kernberge. Jawohl! Das ist ja auch das Schöne daran. In der Mitte der Knall, das Mark, die Wucht. Und drumherum fliegen Blumen. Interessant, dass diese Musik trotz der vermeintlichen Reduktion so viele Ausdrucksmöglichkeiten und Variationen hervorbringt. Nachzuhören auf Millionen Schallplatten. Ein paar der schnittigsten wurden aus Jena in den Äther geblasen. 20 Jahre Techno und Hausmusik. Jena. Eine Jugendmusikkultur hält Einzug in die Provinz. Ein Feature von Tim Helbig. Von einer Handvoll Leuten, zusammengeschweißt durch den festen Glauben an eine gemeinsame Sache, ist aus einer charmanten Provinzleuchte eine international beachtete Erfolgsgeschichte herangewachsen. Zeit, ein kleines Resümee zu ziehen, ein wenig über den Werdegang zu berichten, vom ersten Rave in Jena hin zum heutigen Techno- und Hausohrboten Freude am Tanzen. Haus- und Technomusik in Jena ist mit einer Geschichte verbunden, die bis in die Zeit vor dem Mauerfall zurückreicht. Pünktlich zum Jubiläum, das sich am 2. Oktober 2011 zum 20. Mal jährt, werden Wegbereiter der ersten Stunde und aktuelle Protagonisten der elektronischen Tanzmusik zu Wort kommen. In der Zeit während der Wende erlebte die Haus- und Technokultur einen regelrechten Aufwind. Die historischen Ereignisse und die unter den Menschen pulsierende Energie beflügelt die Szene um die elektronische Tanzmusik. Zudem taten etliche ungeklärte Eigentumsverhältnisse von Gebäuden ihr Restliches für das Etablieren und Ausleben einer Subkultur. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Diese Maueröffnung, das heißt das Jahr, was man gebraucht hat, um das wirklich ernsthaft zu realisieren, hat natürlich ganz neue Möglichkeiten für Partykonzepte oder Veranstaltungskonzepte ermöglicht. Ob das jetzt der Tresor war, der in dem Tresorraum des Wertheim-Kaufhauses seinen Platz gefunden hat, oder das Planet oder auch die Clubs, die dann halt nur einen Sommer tanzten, oder eben spontane Partys, Bunkerpartys, solche Sachen. Thomas Spatz-Sperling ist Mitbegründer des Labels Freude am Tanzen und einer der Fahnenträger der Techno- und Hausbewegung in Jena. Neben seiner Labeltätigkeit organisiert er Partys im Jena-Club Casablanca, unter anderem die Veranstaltungsreihe Schöne Freiheit. Es war schon Wahnsinn, was da passiert ist, und das war für die Musik auch wichtig. Also ich denke, der Mauerfall war für die Musik oder für Technomusik und Deutschland war das ein Segen. Also nicht nur für uns, die dann von der Freiheit profitieren konnten, auch für die Musik. So, und alles, was davor war, war Dr. Stefan Graf. 1980 hat der als erster dieses 12-Fach-Album, dieses von Chicago Hill Sampler. Das war eigentlich so für jener, wo der diesen Sampler angebracht hat, das waren die Anfänger. Dirk Fochler, bekannt als DJ Foch, ist einer der ersten Techno- und Haus-DJs in Jena. Durch seine zahlreichen Partybesuche in Berlin kam er in Kontakt mit dem damals typischen Berlin-Sound und importierte ihn. Ich habe dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Sendung hieß, von Monika Dietl, die hat immer sonnabends 2 Stunden Haus-Asset gebracht. Das haben wir mitgeschnitten und dann einmal im Monat kam dann 4 Stunden Live-Mitschnitte von Dotter. Asset-Partys. 88 rum, wo dann im PK die normalen Leute gegangen sind, ging das dann von 2 Uhr noch eine Stunde lang für wenig Leute, das, wo ich heute sage, das waren die ersten Leute der Techno-Szene. Yeah.
Von der Eastside. Sonderstudio Deutschland treffen. Heute ist was los an der Spree. Das Jugendradio der DDR, DT64, wurde als Sonderstudio Deutschlandtreffen der Jugend 1964 gegründet. Anschließend wurde der Sender vom Berliner Rundfunk übernommen. DT64 war einer der ersten deutschen Radiostationen, die Techno spielten. Pfingsten in Berlin. Deutschlandtreffen der Jugend in der Hauptstadt der DDR. Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde grob unterschätzt. Unsere Informationsquelle war damals DT64, die Sendung von Marisha, die Dancehall. Und die kam jeden Samstag zwischen 19 und 20 Uhr und ging eine Stunde. Und da hat Marisha die Musik der Woche vorgestellt. Und das ging halt von Happy Hardcore, Breakbeats, englischen Techno über Berlin, neue Berliner Sache, belgischen Sachen oder eben auch Detroit-Musik. Ja, und das haben wir dann regelmäßig gehört, wir haben das aufgenommen und uns das auch gegenseitig mal angehört, beziehungsweise darüber hat man dann Musik bestellt. Und Partytipps natürlich, ne? Die Partytipps. Also ich denke, dass ich so regelmäßig die Sendung so ab August 91 gehört habe. Marisha on the air. DT64. Meine erste Sendung war Dezember 1990 und die habe ich auch mal auf Tape. Unter Kennern ist Michael Großer alias DJ Mick bekannt als der erste Mixer Jenas. Durch sein Engagement beeinflusste er die Entwicklung und Verbreitung technoider Hörgewohnheiten in der Saalestadt. Ein Freund von mir hat mir das empfohlen. Hör mal, da gibt es eine Radiosendung, da läuft das, was du hören möchtest. Und das war die erste Sendung, die ich gehört habe. Da lief zum Beispiel The Scientist, The Bee. Diese Platte, die ich mir dann auch anschließend gleich im Hardwax gekauft habe, das war die Dezember-Sendung 1990 und da fing das eigentlich alles an, Haustechno im Kinderzimmer aufzunehmen. Am Sonntagmittag hatten wir eine Maxi-Stunde mit verschiedenen Themen. Ja, einmal eben mehr so Indie-Kram, wo die dann halt so Club-Mixe vorgestellt haben, aber natürlich auch House-Mixe von weiß der Geier, wer da halt irgendwie angesagt war, die dann halt auch mal 6-7 Minuten im Radio liefen, wo wir als DDR-Bürger oder Ossis die Möglichkeit hatten, diese in voller Version oder voller Länge aufzunehmen und sie uns dann anzuhören. Das erste Mal so mit Marisha und Markus Lopez in Berührung gekommen war diese Nachtübertragung, die sie da gemacht haben im Mai 1991, wo die durch die verschiedenen Clubs gezogen sind und Live-Übertragungen gemacht haben. Das war Tresor, Planet, Walfisch, glaube ich, noch. Und das waren völlig neue Möglichkeiten. Und das war natürlich auch anarchistisches Radio teilweise, ja. Also so, dann haben Musik einen Sendeplatz. Und dann wirklich, sagen wir mal, zwischen 19 und 20 Uhr kann man schon viel Radio hören, kann man auch wirklich was erzählen, mit Technomusik zu belegen. Oder auch Mittag. Ja, aber es war, wie gesagt, so ein sehr, sehr, sehr anarchistischer Zustand gewesen, so, oder alternativ, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich an das Studio denke, wie wir in dem Studio
gehaust haben, kann man sagen. Also das ist heute unvorstellbar eigentlich, oder? So in einem Radiostudio wurde geraucht, getrunken, überall Aschenbecher, Party. Tonnenweise Menschen. Der eine Abend, da waren noch bestimmt 25 Leute in dem Studio. Also das ist ja Lupson und Mike Van Dyke. Genau, diese legendäre, eigentlich unsere legendäre, wie ich finde, Fahrt da hoch ins Studio. Und war das Silvester, Weihnachten? Nee, das war zweiter Weihnachtstag, glaube ich. Weihnachten. Wo wir noch Platten hatten. Genau, genau. Das war unsere legendäre Fahrt ins Studio DD64. Am 2. Oktober 1991 wurde der Grundstein für Techno und House in Jena gelegt. Damit war die Bewegung im mittleren Saaletal nicht mehr aufzuhalten. Stunde Null der Jena Techno-Szene. Da war jetzt die am 2. stattgefunden hat vor 20 Jahren, war das letztendlich auf Kunde sein Mist gewachsen. Die hat der Kunde beim Alf organisiert. Der heutige Diplom-Kaufmann und Raver der ersten Stunde, Daniel Maus, hat zusammen mit Thomas Sperling Timeless Partys veranstaltet. Ja, der Kunde, der ist halt damals richtig rumgefahren. Da war ja kein Rankommen. Die Leute, die Techno, wenn die Techno gehört haben, hat ja jeder Veranstalter die Ohren zugemacht. Mit so einer Musik wollte man nichts zu tun haben. Stimmt, das war richtig. Man hat es ja schon als DJ schwer, mal drei Tippe Schmutzstücke hintereinander zu spielen, wenn man nicht gerade auf einer Schülerdisco war. Wir wussten, dass da irgendwie eine Party im Kassa ist, der Micha und ich. Wir waren in Berlin, sind ausgegangen, waren im Tresor und es war ja mehr oder weniger obligatorisch, dass man nach dem Tresor so lange wach blieb oder schon mal geschlafen hat, um dann nochmal ins Hardwax in die Reichenberger Straße zu gehen und dort den neuesten heißen Stuff zu kaufen. Und als wir dort angekommen sind, sind wir rein und sagen, hier, den kennen wir doch irgendwo her. Wir wussten nicht, wie der hieß oder so, ne? Wusste, dass er irgendwie DJ ist. Und da kam der dann auf uns zu und sagt, ihr seid doch überall hier, ne? Und wir machen hier am 2. Oktober eine Party, da lege ich auf, da könntest du mal ein paar Platten mitbringen, Mick. Und so ging das halt los. Vorher, außerhalb von Berlin, waren wir im Coney Island. In Leipzig. Das war auch eine Erfahrung, die war echt unglaublich. Ich denke, dass da Rick DeVille, Andrew und Till gespielt haben. Und dann wollten wir uns das einfach mal angucken, wie das hier in Jena ist. Und dann sind wir nach der Einladung nochmal, wussten wir dann auf jeden Fall, da fahren wir hin, gucken uns das an und waren dort als Gast. Und dass wir die Partys dort an diesem Mittwoch sollten dann regelmäßig 14-tägig stattfinden, haben sie dann auch. Mit wechselndem Erfolg, es waren dann irgendwie 30, 40, 50 Leute da. Der Fochi hatte mich damals dann angesprochen, ob ich das hier regelmäßig mitmachen möchte. Und Micha war eigentlich der Erste in Jena, der perfekt die Platten auch mixen konnte. Ja. Mixen konnte. Weil ich habe es ja erst etwas später dann. Ja, es war immer eine Herausforderung für dich. Ja. Wer hat denn dann bei der ersten Sache aufgelegt? Das war der Colin. Ich. Wer war denn da noch mit? Ein Dritter war noch mit dem Bunde. Ich dächte, der Jan Eckert hätte da noch mitgemacht. Das war das erste und das letzte Mal, dass er da mitgemacht hat, weil ich habe dann halt auch zum Jan Eckert gesagt, pass auf Eggy, du musst dir hier die Schallplatten kaufen. Das geht nicht mehr ohne. Du musst Schallplatten kaufen. Und Jan Eckert wollte das mit CDs machen und da habe ich gesagt, das geht nur mit Schallplatte in diesem Geschäft. Thank you.
Im Anschluss an den legendären 2. Oktober im Villengang organisierten Maus und Spatz etliche Partys rund um Jena. Dann sind wir runter ins BK im Frühjahr und dann ging das auch los. Da liefen auch die Partys dann beziehungsweise vom Publikum, da war dann auch... Weil Spatz hat dann Stars geholt, das war dann schon 92 der Hype, da waren wir auch schon der Star Kati Sputnik und durch solche Sachen ist das relativ schnell populär geworden. Da ist halt wirklich ganz wichtig für mich, in meiner Wahrnehmung von Musik, Beginn der 90er, diese Tea-Time-Partys, wo dann halt irgendwelche Leute, ob es nun Hip-Hop-Typen waren oder ob Hoch House gespielt hat, mich dann auf so eine Party irgendwie beeinflusst haben und auch mit dem Weg geebnet haben. Sören Bodner, alias Monkey Mafia, Part des ehemaligen DJ-Duos Wainomi Brothers und Mitbegründer von Freude am Tanzen. 2001 eröffnete er den Plattenladen Fat Plastics im Schillergässchen. Anfang 2011 hat er seine erste EP Monkey Mafia Music Club auf Freude am Tanzen veröffentlicht. Wir hatten Sonntag grundsätzlich Langeweile. Und da kam uns die Idee, Mensch, lass uns doch eine Tea-Time-House-Party machen. Und da lief dann die erste, ich weiß nicht mehr, welches Datum das war, aber auf alle Fälle den Gang. Es war 93. November. Da sogar einen Mitschnitt. Da hab ich sogar November einen Mitschnitt. 93. Kassa Keller heißt der. Die Idee kam uns im Urlaub, ne? Und gesagt, ja, beide Sonntag, Scheiß-Tag eigentlich, ja, wird nicht genutzt für Feiern. Was in Jena auch wirklich das Gute war, du hast immer irgendwie, es gab nicht viele Plätze, aber du hast einen Platz gefunden, wo du dich auch ausprobieren konntest. Das war bei mir eine kleine Quelle, wo ich donnerstags immer diesen Monkey Mafia Music Club gemacht habe, wo es halt auch genreübergreifend, also da war jetzt dann nicht mehr so diese Techno-Geschichte im Vordergrund, aber das war für mich total wichtig. Da ging es teilweise gar nicht mal so um Mixen, da ging es einfach um sich auszuprobieren und sich kennenzulernen. Daniel Maus und ich, wir haben dann noch die Timeless-Partys gemacht in Panzerhallen in Jena Nord, auch einmal mit Motte und einmal mit Rock. Das waren so damals unsere favorisierten DJs, die halt den Sound wieder gespielt haben, den wir gemacht haben. Die große Kunst ist ja nicht jetzt den großbrachialen Sound zu machen, sondern mit Hi-Hat, Bass-Drum, Bass, Snare und vielleicht noch eine Hookline. Eine Melodie, also ein bisschen einen Rhythmus eine Melodie machen. Also Jeff Mills war einer oder ist einer der größten Melodiekreierer aus Rhythmen. In der Technos. Ja. Hier ist auch noch ein bisschen was. Du hast vorbereitet hier zum Mitnehmen. Wunderbar. Das ist eine Kellernummer. Das ist ein Rave-Signal, weißt du so. Love Race jetzt schon. Da haben wir auch live gehört. Wie die Dancing kommen. Casablanca ist ein Jugendkulturzentrum, dessen Beginn auf den 30. April 1990 datiert ist. Die Geschichte des Clubs ist eng verknüpft mit der Geschichte der Techno-Szene in Jena. Unter seinem Dach etablierte Thomas Sperling nach und nach mehr und mehr Veranstaltungen elektronischer Tanzmusik. Durch die wohltemperierte Mischung im Haus trafen verschiedene Subkulturen aufeinander und haben sich gegenseitig bewirkt. Angefangen hat das mit dem Kassa, mit der Arbeitsgruppe Kulturpolitik vom Neuen Forum. Also da wurde eine Satzung geschaffen. Dann haben wir vom Stadtrat für Kultur, Dietmar Ebert damals, den Willengang bekommen und haben dann irgendwie ein, zwei Punkbands eingeladen.
immer mit dem Wunsch, dann irgendwie so Kleinkunst, Blues und Zeug zu machen. Alf Carsten Heinecke ist Mitbegründer des Casablancas. Schon vor der Wende engagierte er sich in verschiedenen Kapellen, organisierte Konzerte und Partys. Mit dem Kassa haben wir viermal insgesamt angefangen. Also einmal im Willengang 91 bis 92. Und ja, jedenfalls mussten wir da raus. Also das war eigentlich von Anfang an auch so klar, dass wir nur 2 Jahre bei Daseinsberechtigung hatten und die haben das dann eben durchgezerrt. Weil, wo jetzt das Altersheim steht, sollten 68 Arbeitsplätze geschaffen werden und 1992 und 68 Arbeitsplätze, das ist ein Totschlagargument für jede Kultureinrichtung. Dann sind wir 92 bis 93 ins Paradiescafé runtergegangen. Das war dort ein Jahr und das war eigentlich jetzt im Nachhinein eine nützliche Erfahrung, aber das war schon eher qualvoll, das Wort kann man schon so nehmen. Das war ein privater Gastronom. Der dann irgendwann auch die Sicherung rausgemacht hat. Das ist ja auch übelst peinlich, ne, wenn du einen großen DJ aus Berlin hast. Also aus seiner Sicht kann man es ja auch verstehen, aber wir haben eben nicht zusammengepasst und der hat dann uns nach einem Jahr ging ein Zettel. Ich war in der Distillery, da kam irgendwie einer an und sagt, ja, war heute am Kassa unten und da ist 1000 Zettel dran, dass das Kassa keine Veranstaltung mehr im Paradiescafé macht. Ich sage, Quatsch, das kann nicht sein. Da hängt da wirklich so ein Zettel. Und ich natürlich in meinem Wahn nur an meine Veranstaltung am nächsten Samstag gedacht. Ne? So, was sage ich denn jetzt dem Markus Lopez, wenn ich jetzt hier meine Veranstaltung nicht mehr machen kann? Weiß ich nicht, ob wir das schon an dem Sonntagmorgen oder Sonntagmittag entschieden haben, dass wir den Willengang zurückbesetzen. Der Willengang war natürlich noch leer, war nicht ein einziger von den 68 Arbeitsplätzen drin. Und da wurde der dann in 4 Wochen fit gemacht irgendwie oder 2 Wochen, ich weiß gar nicht genau. Also es ging jedenfalls relativ schnell. Und dann war irgendwie auch gleich eine Techno-Party drin. Dann ging es dann halt Freitag 16 Uhr, sind wir dann irgendwie rangefahren mit dem damaligen Kassatransporter, die Anlage rausgekarrt, das Ding aufgemacht, wir haben ja alle noch Schlüssel, haben ja alle noch gepasst und haben die Anlage aufgebaut, runter in den Keller, wollten einen Wasseranschluss legen, das war dann eigentlich das größte Problem, alles stand, wir haben aber kein Wasser angekriegt. Und irgendwann haben wir gesagt, scheiße, wir müssen jetzt loslegen, so, wir hatten ja eh alles mit Einwegkram und so, das war auf jeden Fall nicht nachhaltig, ne? Und da haben wir dann mit großem Edding-Stift an die Toiletten geschrieben, bitte nicht scheißen, ne? Das Ergebnis dieses Abends oder der Nacht waren, es waren etwa 600 Leute im Haus und es wurde geschissen. Und es war auf jeden Fall eine grandiose Party. Es war nicht so laut, wie sich alle das gewünscht haben, aber es war halt auch eher so eine improvisierte Feierlichkeit. Und die nächsten Tage waren wir dann auch damit beschäftigt, halt irgendwie die Toiletten sauber zu machen. Ja, dann ging das dann munter weiter mit der Party. Dann gab es halt 2 Jahre aus dem Techno in United Colors of House Nation, war dann so die erste Party. Und dann sind wir hier hochgegangen. Das heißt, bei der ganzen Veranstaltungsstättensuche ist dann irgendwann der Stadtrat Dorschner. Der hat uns dann das besorgt, kann man quasi sagen. Also der hat diesen Lokschuppen irgendwie aufgetan, der zu der Zeit aber schon Turnhalle war. Und ich glaube, da haben wir am 1. April 94 oder so haben wir den Wasserturm aufgemacht. Da waren legendäre Gäste da, wie Klee, Dixon, Motte, na, so solche Leute. Da hatten wir dann auch so eine Mittwochsreihe wieder initiiert. Da waren dann auch so 100, 150 Leute da. Das hieß Gay House und da hatten wir auch einen Freitag einmal im Monat mit Techno. Und dann haben wir irgendwie 97, glaube ich, die Halle aufgemacht, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben dann den Mittwoch in die Halle mit rübergenommen, haben dann auch monatlich einen Techno-Abend gemacht. Gay House war dann ein übelst erfolgreicher Abend. Es war immer Musik gespielt, die Leute nicht hören wollten. Es waren auch trotzdem ganz viele Leute da. Oder oft Musik gespielt, die sie nicht hören wollten. Ja, aber irgendwann hatten wir ja dann so Probleme mit den Anwohnern. Und natürlich auch sozusagen unser Anspruch und der Anspruch unserer Gäste, der ist halt so ein Weg auseinandergegangen. Und dann haben wir im Sommer 2000 dann einfach diese Partyreihe auslaufen lassen und haben eine neue initiiert. Gibt es ja mittlerweile auch 11 Jahre, die heißt die Schöne Freiheit. Das ist auch 14-tägig Mittwoch. Und haben uns da sehr lange damit beschäftigt, dass sie da an dem Punkt ist, wo sie jetzt ist, dass man zwischen 400 und 500 Gäste hat und eine wichtige Veranstaltungsinstitution ist für die Stadt und natürlich auch für den Club selber. Was den Jena-Sound betrifft, wenn es sowas gibt, dann liegt es auf jeden Fall zum großen Teil mit am Kassa. Da gibt es einen Laden, der
genreübergreifendes Programm hat, weil die Bande, die den Laden schmeißt, aus vielen Ecken kommt und es halt nicht an einer bestimmten Grenze aufhört. Ich glaube auch, einen sehr, sehr großen Anteil an dem Jena Sound hat die frühzeitige Erkennung, dass eine Nacht von nicht 100 DJs bespielt wird, sondern wenn du 8 Stunden Zeit hast, können 2 DJs hervorragend ihren Film spielen. Und wenn ein DJ genug Zeit hat, fängt er auch an zu experimentieren. Ohne diese Chance, sich Zeit zu nehmen, wenn du jetzt unter diesen, ich sag's mal, betriebswirtschaftlichen Druck zu stehen und irgendwas machen zu müssen, dann würde das nicht funktionieren. Du musst die Chance haben, spielen zu können. Egal wie das ist, also mit Platten spielen oder mit einer Idee spielen. Diese Chance, spielerisch sich da in so einem Bereich vorzutasten, ja, Zeit zu haben. Zeit, also das ist echt so. Jemand oder etwas, was den Rücken frei hält und dich machen lässt. Ende der 90er gab es in Jena einfach einen guten Nährboden. Es gab die große Bühne, es gab das Casa, wo alle Protagonisten sich zwangsläufig getroffen haben und zusammengearbeitet haben. Es gab kleine Situationen wie Lutz seine Klimabar, kleine Quelle, in dem verschiedene Stile gespielt wurden, wo man eine Liveband sehen konnte, wo ein DJ aufgelegt hat. Die Stadt ist voller junger Leute, sehe ja heute noch umso mehr. Das war einfach der Nährboden. Es kamen Plattenläden hinzu und zwangsläufig kam es dann einfach dazu, dass DJs, Musiker zusammengearbeitet haben. Also ich meine, letztendlich gibt es einen gewissen Jena-Sound, aber... Jena ist ja auch nicht so eine Riesenstadt. Natürlich sind 100.000 Einwohner für so eine Art Subkultur, Musik. Das kann man schon sagen. Ist nicht die Riesenstadt, wo man so Kellerclubs hat oder zumindest ganz viele Clubs. Aber was es natürlich gibt, sind die Riesenmenge junger Leute. Und die gab es natürlich Ende der 90er Jahre auch schon. Und ich glaube, dass der Sound, der jetzt sich sozusagen so anfühlt, kommt ganz stark, glaube ich, daher, dadurch, dass die Stadt nicht so groß war, eine krasse Vermischung verschiedener Musikanten gab.
Aus dem Schoße des Kassa ist 1998 das Label Freude am Tanzen entsprungen. Und wieder ist Thomas Spatz-Sperling einer der Initiatoren. Das ging ja dann 98 los mit der ersten Platte, Four Sexy Tracks, danach halt die Distille Cup 99 und 2000 dann die Summertime Remixe und 2001 wurde es dann schon etwas mehr, dann kam die Raumpatrouille und auch noch die Golden Eldorado. Ne, das Durante de la Fat war die 4 gewesen, Raumpatrouille war die 6, genau, dann habe ich schon immer in 3 Releases 2001 und dieses Jahr 10-jähriges, der Plattenladen Fat Plastics ist am 3. September 2001 aufgemacht worden. Wie so oft sind ja Spinnereien der Anlass, Dinge dann doch umzusetzen. Ich hatte dann irgendwann irgendwie das Gefühl gehabt, hier sind Leute da, die Musik produzieren, die Musik auflegen, wo ich denke, die haben das Potenzial, selber eine Platte zu machen. Und dann bin ich damals auf den Heiko und auf den Marshall sowie auf den Gabor zugegangen. Dann hatten wir diese erste Platte zusammen. Da es sozusagen zu der ersten Platte von Compact schon so ein Feedback gab, die haben dann gesagt, naja, wir machen Vertrieb, wir bieten euch einen Vorproduktionsvertrag an. Und haben gesagt, gemacht, getan. Und war dann halt schon so eine Basis, ne, mit der man arbeiten kann. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, naja, wir müssen jetzt noch irgendwas tun, dass die Jungs auch, weil von dem Plattenladen werden nicht zwei Leute leben können. Da muss halt irgendjemand da sein, der das Booking macht. So, dann habe ich, kannte ich für sie schon 4-5 Jahre so zum Sehen. So. Und habe ich ja irgendwann Ende 2001 angesprochen. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, ich mach's. Es hat dann am Ende, hatte das schon eine gewisse Kontinuität auf einem niedrigen Niveau, aber es hat am Ende doch die Musik gebraucht, um das Durchstarten zu ermöglichen. Und die Musik war dann halt irgendwie Musik Krause, was ja 2002 gegründet worden ist, von Wendelin. Und das war dann halt irgendwie die Kopfnickerplatte 2003, die dann halt, keiner hat es vorher gesagt, kein Vertrieb hat gesagt, das wird der große Kracher oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach passiert. Dann ging das irgendwie so Step by Step, eine der erfolgreichsten Platten, die wir je gemacht haben. Und selbst das hat dann nochmal ein Dreivierteljahr gedauert, bis die beiden dann regelmäßig als meine Omi-Partners auflegen konnten. In der Zwischenzeit kam natürlich dann noch das Krause-Duo dazu und die ersten Fremdproduktionen von örtlichen nahen Künstlern, das war dann Hammond und Kaden. Ja, und dann ist das halt so alles stetig gewachsen. Mittlerweile gibt es die Wainomis nicht mehr, Sören ist bei uns im Booking, Gabo ist bei Compact, Gabo hat sein zweites Album gemacht bei Pampa, Sören seine erste eigene Maxi. Das heißt, dieses Jahr passiert, dieses Jahr das Marian-Album von Marek, im Oktober noch das Album von Dr. Creed. Den Sound von unserer Musik definieren, weil das ja die Künstler unterschiedlicherweise ihr Sound ist. Wie jetzt die 50 zum Ausdruck bringen soll, dass jeder seine eigene Suppe musikalisch kocht und wir ihn nicht als Label sagen, du musst so und so klingen, sondern du musst du sein, du musst authentisch sein, das muss dein Sound sein und die Leute müssen dich erkennen, du musst eine Wiedererkennung schaffen. Das ist die Aufgabe jedes einzelnen Künstlers, seinen Sound zu finden. Ja. Ob das nun Marek ist, den man halt irgendwie an seiner Bassline erkennt oder auch Wendelin, wenn ein Krause-Duo mit Habo Musik macht, dass man das halt erkennt. Das ist er halt, jetzt ist es. Oder Ian Simmons oder Matthias Kaden. Jeder hat halt so seinen Sound oder Dr. Creed, wo man merkt, ach, das müsste jetzt ein Ducky-Nummer sein. Kann nur eine von ihm sein. So, was ist so, das ist halt sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt sozusagen kalkulierbaren Sound machen, das ist nicht das, was wir wollen. Freude am Tanzen haben viele Menschen, nicht nur Menschen, die puren Techno hören, sondern Menschen, die Hausmusik hören, Hip-Hop-Musik hören, Funk and Soul, Freude am Tanzen halt. Vielleicht, ohne es zu wissen, ist es auch so ein Ausdruck von, dass man es nicht alles so ernst nehmen soll. Weil wir machen, was wichtig ist, aber nicht zu wichtig. We'll be right back.
13 Jahren. Nun endlich unser 50. Release. Auch das war eine schwere Geburt. Dann haben wir es geschafft. Ist draußen mit aktuellen Künstlern von uns und auch Künstlern, die jetzt nicht mehr bei uns veröffentlichten. Jetzt im Frühsommer kam das Album von Marien raus. Also Marek Hermann und Fabian Reichelt. Dann kommen Maxis von Berg Offset auf Musik raus, von Ian Simmons, von Eventuell. Dann Freude am Tanzen, kommt jetzt eine Juno 6 im frühen Herbst oder späten Sommer und eine Marek Hermann Maxi sowie das Album von Douglas Creed. Anfang nächsten Jahres von Kade Bostan eine retrospektive CD, also das heißt, wird nur auf CD released, wo alle Stücke oder viele Stücke, vielleicht auch schon ein paar neue Stücke drauf sind. Ja, und einfach mal gucken, wer noch Musik bei uns aus unserem Stall so abliefert. Not at MySpace oder jetzt schütze dein Vinyl, einfach dieses Augenzwinkern dazu, dass man einfach irgendwie ein Statement dazu ablässt, ohne es jetzt irgendwie zu ernst zu nehmen. Etliche Kampagnen wurden durch das Label Freude am Tanzen ins Leben gerufen. Oder Rage Strikes Back. Ja, das war auch so eine Geschichte, die dann halt daraus entstanden ist, dass ich das halt irgendwie genervt habe, weil ich das Wort Rave total fantastisch finde für das, was wir machen. Wir machen Partys, da wird getobt. Und der Rave hatte halt irgendwann so wirklich in den Nullerjahren, halt Anfang der Nullerjahre so eine... Ja, ich hatte so eine negative Aura. Kennst du so Schlaghose, Riesenveranstaltung, dann irgendwie ein Nest, Vogelnest auf dem Kopf und dieses volle Programm von Irrsinn, ja, so, und das es ist ja zum Beispiel, ob wir da nur zu beigetragen haben oder nicht, aber es ist auf jeden Fall, das Wort Rave ist jetzt kein schlimmes Wort mehr. So, ich darf Rave sagen. Leider wurde dem unschuldig dreinblickenden Wörtchen Rave Unrecht getan. Ihm wurde negativer Ballast ans schmale Fußgelenk geknotet. Und nun mag es kaum noch jemanden den Mund nehmen. Aus Angst davor, sich den Unterkiefer zu brechen. Es ist gar so weit gekommen, dass einem nicht selten das Tragen pinkfarbener neongelber Mondlandeschuhe und hautenger Smiley-T-Shirts angedichtet wird. Erzählt man jemanden mit leuchtenden Augen, man habe am Wochenende mal wieder so richtig geraved. Damit soll nun Schluss sein. Dies ist die Rekultivierung jenes ins Soziale ausgedrängten Wortes. Ist der Schulterschluss stolz geschwollener Raverbrüste. Dies ist der Aufruf, endlich wieder zu raven, anstatt nur halbherzig feiern zu gehen. Dies ist die Rückkehr der Stolz, ist die Wiederbelebung eines Lebensgefühls. Rave strikes back. Im Jahr 2002 wurde Musik Krause als Schwesterlabel von Freude am Tanzen gegründet. Musik Krause Gründer Wendelin Weißbach produziert als Metabomann und ist Teil des Krause Duos. Ja, es war so um das Jahr 2002. Da bin ich mit einer CD zu dem Herrn Sperling gegangen. Damals habe ich als Metabomann Musik gemacht, die etwas, sage ich mal, vielleicht für das Freude am Tanzen Label eher abseitig war. Mit dieser CD ist dann der Herr Sperling zu dem Michael Meyer gegangen. Das ist einer von den Köpfen des
Kompakt-Labels, Kompakt-Vertriebs, unseres Vertriebs, ne, der fand das spitze. Dann kriege ich irgendwann einen Anruf von Thomas, der sagt, herzlich willkommen bei Kompakt. Und in diesem Moment war dann sozusagen ein, ja, nennen wir es kleines Schwester-Suppenlabel geboren. Da musste nur noch fixen Name gefunden werden und dann ging es los. Für mich war das dann so, okay, Startschuss, jetzt gibt's was Neues. Ich würde sagen, Musik Krause ist ein, und, dann haben wir dann losgelegt, ein Label, wo ja, auf der einen Seite nicht so total bierernst, aber ich würde sagen, das meiste ist einfach auch so Musik, die eher von hinten durch die Tür, die Hintertür in das Haus reinkommt und nicht so mit Tamtam von durch die riesen Eingangshalle marschiert. Hier geht es nicht unbedingt um den großen, den riesigen Wurf oder um den, wie man das so schön sagt, um den Hit. Ich würde eher sagen, es geht um das Lied an sich. Ein schönes Lied, dann ist das ein schönes Lied. Und dann ist das auch unbedingt auf eine Schallplatte. Ich stehe auf jede einzelne dieser Musik-Krause-Schallplatten. Ich stehe auf die ganzen Künstler, die man einfach, also wir kennen uns, wir haben zusammen gespielt, auf Partys gemacht, zusammen einfach Erlebnisse geteilt oder musikalische Parallelen abgefeiert, würde ich mal so sagen. Sowas ist mit nahezu allen der Leute, die auf Musik Krause Schallplatten rausgebracht haben, passiert. Ja, es haben auf Musik Krause eine ganze Reihe Künstler Platten veröffentlicht. Ian Simmons, Robert Brumme, Someone Else, Jay Hayes, Portable, eventuell Feindrichstar, Berg Offset, Schleck und Stecker und
Soul Fiction nicht zu vergessen. Knallerplatten. Stefan Karl alias Carlson Bazou ist Mitglied des Krause Duo und initiierte 2004 mit befreundeten Aktivisten den Underground Club Möwe in einer alten Lagerhalle nahe des Jena Westbahnhofs, unweit vom Casablanca. Heute steht das Gebäude leer. Es war der Wunsch, einen Club zu haben, so eine eigene Baustelle. Und ich weiß nicht, irgendwann war der Punkt halt da, dass es so viele Einflüsse, die man schon verarbeitet hatte, die mussten dann nochmal neu umgesetzt werden. Es lag auch viel an dem Ort, dieser Güterbahnhof, der beherbergte ja nicht nur die Möwe, vorher gab es da ja schon Veranstaltungen und es war ein Studio drin, es waren Proberäume drin. Hat zwar für die Sache an für sich, für die Möwe jetzt nicht so die große Rolle gespielt, aber es war halt trotzdem irgendwie ein Ort, wo verschiedenste Sachen geschehen konnten und durften. Und dann hat dann die Idee der Möwe dort einfach auch reingepasst. Da gab es sogar mal nachmittags eine kleine Sumse mit dem Ricardo Villalobos. Oder der DJ Trax hat da gespielt, ne? Am selben Abend gab es dann... Da war riesen was los. Ja. Wirklich wahr, Jamal Moss. Oh Mann, ja, Tiny Jamal aus Moss. Dresden. Und nach Villalobos, nachdem dann ein Gast dort den Feuerlöscher komplett entleert hat, gab es dann noch einen Hörspielabend. Es gab Wendes Studio drüber, es gab Schleck und Stecker, die ihren Proberaum dort hatten, es gab Hardcore-Bands im Männerklo auf der Minirampe und es war einfach auch irgendwie ein Treffpunkt, ein echter Arbeitsplatz für Durchgeknallte. Weil es halt darauf angelegt war, eben nicht damit Geld zu verdienen oder es auch keine Strategie dahinter gab, gab es auch keine Route, keinen Plan. Es gab irgendwann das Gefühl, okay, wir haben jetzt irgendwie alles gemacht, eine Menge Träume umgesetzt, es reicht, hör mal auf. Und dann haben wir aufgehört und es war okay, die letzte Fete wurde gefeiert, grandios, fertig. Möwe war gar nicht schlecht, wirklich prima, prima, echt. Ja. Aus heutiger Sicht kann man heute froh sein, dass die Wege so sich gekreuzt haben, dass es besser gefunden worden ist. Die Idee des Labels ist natürlich, dass wir nicht müssen, sondern dass wir können. Und natürlich ist es wichtig, dass wir veröffentlichen, aber wenn nichts da ist, müssen wir nicht veröffentlichen. Den Druck muss sich der Künstler selber machen, wenn er einen gewissen Anspruch hat. Aber jeder Künstler muss sich auch im Klaren sein, dass nicht jeder erfolgreich sein kann. Das Einzige, was ich jedem Künstler auf den Weg gebe, Music is the key.
in dem Segment oder in dem Bereich, wo wir leben und arbeiten, ist das nett, wenn man dann halt irgendwie sowas macht wie jetzt bei der 50, dass man so eine Idee spinnt, aber schlussendlich ist das eine kleine Spielerei, die wir machen. Die wird nicht die Wirkung haben wie wirklich ein geiler Track. Das Wichtige ist, glaube ich, auch eine Konsensgeschichte, dass bei den meisten Leuten, die irgendwas machen, der wichtige Punkt wirklich die Musik ist und nicht die Selbstdarstellung. Was für mich interessant ist, was kommt jetzt nach Techno? Wie geht das weiter? Was bringt die Zukunft? Kommt eine völlig neue Musikrichtung, kommt ein völlig neuer Style? Und das würde mich halt interessieren, wie sich... Darüber haben wir auch schon vor 10 Jahren nachgedacht. Wohin geht, wohin fährt der Zug? Jahre Haus- und Techno-Musik in Jena. Eine Jugendmusikkultur hält Einzug in die Provinz. Ein Feature von Tim Helbig. Es sprachen Lutz Eckert, Daniela Penzold, Tommy Neuwirth. Aufnahme, Schnitt, Mischung, Produktion Tim Helbig. Im Auftrag von Freude am Tanzen Recordings 2011. Interesse an weiteren Folgen? Dann abonniere diesen Podcast und lade dir regelmäßig die neuesten DJ-Sets und Hintergrundinformationen auf deinen Computer.